Schönen guten Tag. Ich wurde mehrfach gefragt, ob ich nicht ein Video dazu machen könnte, ob sich Enshrouded denn wirklich lohnt oder nicht. Und wir haben heute beim Release-Tag unheimlich viel gespielt. Wir sind mit 7 Leuten reingestartet, haben einiges auf der Karte erkundet, wie ihr hier seht, auch viele Sachen abgeschlossen, uns da durchgezockt. Alle NPCs freigeschaltet, die man so freischalten kann. Eine eigene Base gebaut, wie man da unten sieht. Nicht schön, aber funktionell. Gucken wir uns gleich auch mal an. Und ich wollte euch einfach mal so ein paar Sachen zusammenfassen, die mich überrascht haben und vielleicht positiv, negativ. Darauf gehen wir gleich genauer ein. So, und erstmal fangen wir an mit dem Talentsystem. Wahnsinn. Es hat mich komplett überrascht im positiven Sinne, und zwar die Vielfalt. Wir haben hier wesentlich mehr Klassen als angezeigt am Anfang, ne? Heiler, Kampfmagier, Tank, Krieger, Barbar, Athlet, Überlebender, Bestienmeister und so weiter. Also unheimlich viele Klassen, die hier mit reinkommen und auch ineinander übergehen. Also da muss man wirklich sagen, schönes System, auch mit den Fähigkeiten. Ich bin begeistert von dem Heiler bei uns in der Truppe, muss man wirklich mal sagen. Das lohnt sich. So, dann kommen wir zum System Base Building. Ich hatte das Gefühl, in der Beta sowie auch in der Closed Beta hat sich so angefühlt, als würde man mehr Material farmen müssen, als man das jetzt tatsächlich tut. Da musste man sich nicht so viel mit aufhalten. Es ging recht zügig, man konnte mehr in die Funktionalität gehen, die Häuser zusammenbauen. Vielleicht ist das auch nur ein subjektives Empfinden von mir, aber das ging wirklich gut. Also wir hatten hier zügig alles hochgezogen und uns da die NPCs hingestellt, viel im Material gesammelt, einen kleinen Keller gebaut. Ist ein schönes System, da gibt es aber auch schon einige Videos zu. Ich werde euch jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie man hier die kleinsten Steine und so auseinander nimmt. Da kann ich ein separates Video mal machen. Das würde hier den Rahmen sprengen. Wir wollen das Ganze ja so ein bisschen allgemein halten, ob sich der Kauf denn jetzt wirklich lohnt oder nicht. Und ich bin wirklich der Meinung, ja, er lohnt sich. Weil wir konnten so unfassbar flexibel, gut alle miteinander spielen. Das war fantastisch. Also, wenn man möchte, kann man, auch wenn man mit seinen Kumpels zusammen auf dem Server ist, seine eigene Suppe kochen. Und der eine will Häuschen bauen oder was weiß ich. Der andere will lieber irgendwelche Zombies farmen oder. Das ist alles kein Problem, weil wenn man dann irgendwann doch auf die Idee kommt, zusammen was zu machen, kann man das von jetzt auf gleich. Fingerschnips und los. Ne? Zum Beispiel sagt man, Mensch, da ist jetzt irgendwie eine Krypta oder so, sollen wir da mal zusammen reingehen, die Viecher umhauen und den Boss am Ende. Dann sagt man zusammen, yo, und dann gehen alle auf den Weg, kloppen die um und danach kann jeder wieder seine Wege gehen. Oder man macht die nächste Krypta oder die nächste Höhle oder. Ne? Auf jeden Fall, es gibt so kurz und schnell Abenteuer, die man miteinander gut erledigen kann, ohne viel Vorbereitung. Und das macht das Spiel sehr, sehr gut im Koop zusammen spielbar, auch wenn die Leute verschiedene Spielstile haben. Und das habe ich so bisher noch nicht erlebt. Das finde ich sehr, sehr gut und das gefällt mir wirklich klasse bei dem Spiel. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat und ich euch vielleicht ein bisschen, ja, beim Kauf helfen konnte, ne? Wem es nicht gefällt, nicht kaufen. Wer es gut findet, kaufen. Lasst mir gerne mal ein Feedback dabei und gerne auch ein Abo und schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Liebe Grüße und bis dann.